sind am Ball, wir bleiben dran. Gut, manchmal können auch die anderen einen vorschießen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, wenn man wirklich dran bleibt. Bessere Chancen, dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Bitte auch für die Tour de France. Vorne bleiben, mithalten, durchhalten und dann von der Zielgerade richtig durchsteigen. Dranbleiben. Kennt ihr so manche, der sagt, ja, mein Arzt hat mir Fitness verordnet. Nicht? Und dann fängt man an, fängt an und irgendwann kommt aber dieser Negativgedanke, den man den Schweinehund nennt, und der will dann keine Chance, sich weiterzumachen. Dann bleibe ich eben nichts mehr am Ball und lebe dann mit den Konsequenzen. Dranbleiben mit allen Konsequenzen, all dem, was ich so vorhabe. In der Ehe, in der Familie, mit den Kindern. Und der Kontrast ist das, dass man manches ermüdet, aufgibt. Das Ding mit der Beziehung ist mir zu anstrengend. Oder ein Sport, den ich vorhabe, lasse ich sausen. Vor kurzem haben wir hier in der Kirche konfirmiert. Das ist eine Konfirmation, ist das so ein Weg, wo man sagt, wir gehen jetzt miteinander und wir lernen Jesus Christus kennen und dann ist man begeistert, lässt sich segnen. Das ist die Frage des am Ball bleibens, was schwieriger ist, weil dann ist man nicht mehr zu irgendwas verpflichtet. Oder heute taufen im Gottesdienst. Ja, wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass unser Kind wirklich mit Jesus Christus unterwegs ist, dass es diese Kraft Gottes spürt, merkt und darin lebt und eine Leidenschaft für entfaltet und merkt, ja, wenn ein Mensch mit begründeter Hoffnung verwurzelt in Jesus Christus. Aber dann ist die Frage, wie kann ich denn da dran bleiben? Dran zu bleiben, es hat etwas zu tun mit dem, was unsere Vorfahren uns einmal gelehrt haben. Denn weit zurück in der Geschichte der Christenheit, da haben die Christen etwas erfahren, sie sind zum Glauben gekommen und dann heißt es plötzlich, sie blieben zusammen in der Lehre der Apostel. Sie hörten auf das, was diese Apostel gesagt haben. Sie pflegten eine Gemeinschaft miteinander. Sie brachen das Brot miteinander und beteten zusammen. Und dann passierte ein Wunder. Und dieses Wunder war nämlich, dass sie A, hoch geachtet waren in der Stadt, so heißt es dann in der Bibel, sie waren geachtet von dem ganzen Volk. Und B, dass immer mehr andere dazu kamen, weil sie das riecht so nach gesunder Einigkeit. Dann müssen wir mal reinschnuppern. Was ist denn bei denen los? Da ist irgendein ganz besonderer Geist, den wollen wir wahrnehmen. Dranbleiben. Wie kann das heute geschehen? Ich meine, die Apostel, das sind die, die damals Jesus leibhaftig gesehen hatten, die mit ihm unterwegs waren, die sind aber jetzt schon in der Himmel, im Himmel, also in der unsichtbaren Welt. Aber wir können dennoch etwas von ihnen lernen. Nämlich, bleiben in der Lehre der Apostel. Was bedeutet das eigentlich heute? Damals, da waren es ja diese Leute, die Jesus erlebt hatten. Die Auferweckung des Lazarus, wie der aus dem Grab herauskam. Die Jesus am Kreuz erlebt hatten, wie er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die ihn erlebt haben, wie er aus dem Grab herauskam und sagt, mir ist jetzt alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Kommt und vertraut mir. Da wussten sie, der ist wirklich Gott höchstpersönlich. Und heute? Wo finde ich die Apostellehre? In der Bibel. Aufgezeichnet. In der Heiligen Schrift. Die meisten von uns haben zumindest in der Konfirmation eine Bibel bekommen. Manche haben bei der Trauung, bei der Hochzeit eine Bibel bekommen, mit einer schönen Widmung vorne drin, mit Taufest und so weiter. Und heute ist der Taufe. Gibt es eine Kinderbibel für euch. Und für manche ist so eine Bibel ja ein Buch mit 7 Siegeln. Und das muss aber einfach nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben, denn es lohnt sich hineinzusehen und zu lesen. Wir haben bei uns in der
Gemeinde ab dem 26.07. einen ganz besonderen Bibelleseplan. Ich werde mich gleich mal einblenden. Und dann nehmt einfach Ihr Smartphone und ladet eine YouVersion Bibel runter. Ihr möchtet sie heute digital zum Papier verschwenden, mal digital lesen. Und da lesen wir dann miteinander Sommerwüstenzeit oder dem Thema jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus der Bibel. Und das Schöne ist, Sie können damit kommentieren und sagen, hier gibt es Texte, die verstehe ich einfach nicht. Könnt ihr mir erklären oder gibt es irgendeinen, der dann in den App Ihnen das Ganze erklärt. Also, bleiben in der Lehre der Apostel. Ganz einfach, ich brauche ein Smartphone und klicke sich ein und lese mit. Oder, das blende ich aber jetzt nicht ein, Sie können auch, wenn Sie unterwegs sind, so einen Bibel-Podcast sich unterladen, unterwegs einfach Bibeltexte hören mit guten Erklärungen. Oder Sie fangen ganz einfach klein an, nehmen Sie sich so ein kleines Büchlein besorgen, die gibt es jetzt zum halben Preis, weil das gar nicht herum ist, das sind die Losungen. Für jeden Tag ein kleines Wort der Heiligen Schrift. Heute habe ich Ihnen schon vorgelesen, da steht nicht, seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, und dieses Wort einfach verinnerlichen, sagen, ja, das ist gut. Wie war das bei dem Sport? Irgendwann kommt der Schweinehund. Morgen. Vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche, und auf Deutsch passt das eigentlich nie. Meine Frage ist nur, wenn es endet, verzichte ich da aufs Essen? Verzichte ich da aufs Schlafen? Nie, weil wüsste ich, dass es mindestens ist. Ein paar Tage hält man das durch, aber irgendwann sagt der Magen, jetzt halt mal uns was essen. Das ist für den Körper und für meine Seele. Brauche ich eben diese heilsamen Worte Gottes. Denn ich muss euch eins verraten, glaube es nicht einfach Hobby. Denn Jesus, der große, mächtige Jesus, ist nämlich die Hoffnung für diese Welt. Eine Hoffnung für die Welt, die jetzt durch ganz viele Krisen hindurchgeht. Aber es ist ein ewiger Halt. Jörg Swoboda hat einmal in der Zeit der DDR gedichtet, lehrt eure Kinder das eine, das über Gott keiner mehr steht. Jedes Denkmal fällt um. Alles verwandelt sich. Aber ihr ist der ewige Fels. Also, bleiben in der Lehre der Apostel. Und dann, was haben sie als nächstes gemacht? Sie gingen zusammen in einer guten Gemeinschaft. Wir sind ja von Natur aus so soziale Wesen, das heißt, wir brauchen uns untereinander, wir müssen uns untereinander tragen. Und keiner von uns würde sagen, ich brauche nie andere Menschen. Und diese Christen haben sich regelmäßig getroffen. Gemeinschaft gepflegt, warum brauche ich das? Um gemeinsam ermutigt werden zu glauben. Warum feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst? Weil wir immer noch an diese Bestätigung brauchen, ja, Gott ist wirklich da. Jesus ist lebendig. Auch wenn die Woche vielleicht ganz chaotisch war und ich den Eindruck habe, er ist weit weg. Doch er ist da. Hier im Gottesdienst kann ich ihn wieder erfahren, erbeten und hören, dass er da ist in meinen Singen, Liedern, den Gebeten. Ich kann mich austauschen mit anderen. Hier, da war oder ich werde nachher tun, auch Gebetsanliegen sammeln, wo einer von euch sagt, meine Großmutter ist schwer krank, könnt ihr für sie beten? Wenn nachher ein Korb hängt, ich dir ran und wir dann draufschreiben, bete für meine Oma. Dann werden wir dieses Gebet hier zu Gott bringen. Und Gott sagt ja, ich höre die Gebete, die ihr nennt. Oder die Leute, die im Stream sind, können das aufs Slido einreichen und sagen, ihr betet für mich. Mein Vater muss ins Krankenhaus, betet für mich und wir werden dann hier als Gemeinschaft miteinander für diese Person beten und an Gottes Herz lieben. Gemeinschaft pflegen, wie können Sie das tun als Familie? Wo Sie jetzt gesagt haben, ja, wir wollen doch, dass unsere Kinder diesen Weg zu Jesus finden. Das ist einfach einüben geistliche Rituale. Wir haben ja vorne ganz viele Taufen. Diese Taufkerzen sind nicht nur dazu da, hier so in der Kirche mal anzuzünden,
sondern vielleicht begründen sie eine neue Tradition und sagen, wir feiern den Geburtstag unseres Kindes, wir feiern zweitens den Tauftag des Kindes, laden Paten, Eltern, Nachbarn und so weiter ein, zünden die Kerze an und sagen, ja, Jesus ist da. Das Licht brennt und du darfst an ihn glauben. Oder zündet zum Geburtstag an. Dass er so Rituale entwickelt und sagt, jawohl, wir bieten, vielleicht vor dem Essen, danken für das Essen, was wir bekommen. Sprechen ein Abendgebet vor dem Schlafen, dass Gott sozusagen seine Engel um eure Kinder hält und sie beruhigt einschlafen können, im Frieden Gottes ruhen. Oder sie als Paar? Vielleicht weiß man nicht, als Ehepaar, wie soll man beten? Wir haben sogar unser evangelisches Gesangbuch, das sind nämlich hinten Gebete aufgezeichnet für Ehepaare. Einfach mal mitten da reinschauen und beten und dann vielleicht auch eigene Worte bekommen. Gemeinschaft. Da gibt es aber auch bei uns in der Kirche nicht nur den Gottesdienst, sondern eben auch kleine Gruppen. Wir nennen das Hauskreise. Und Stefan leitet so einen Hauskreis und er wird uns mal ganz kurz erzählen, was passiert denn da eigentlich in so einer Gruppe, in so einem Kreis? Und vielleicht haben Sie dann auch Lust, bestimmt sind die da, ich könnte die ansehen. Ja. Ja, ich leite einen Hauskreis hier in der Gemeinde und wir haben viele davon. Weil wir als Jesus-Nachfolger uns auch mit anderen austauschen wollen und gemeinsam auf dem Lebensweg sind. Und wir sind so 8 bis 10 Leute, wie viele da sind. Wir treffen uns mittwochs um 7:30 hier in der Gemeinde. Und im Mittelpunkt steht das Wort Gottes, weil es ist ja so genial, dass Gott sich von Anfang an festgelegt hat, er hat ein großes Handbuch, eine Bedienungsanleitung für die ganze Welt und für mich, herausgegeben. Und das ist das vom Ranking her das Buch mit der größten Auflage, unerreichbar. Und es ist das einzige Handbuch, wo es nie ein Upgrade, nie eine neue Version gab, weil es von Gott Anfang an seine Wahrheit verkündet hat und die ändert sich nicht. Und wir treffen uns dann, wir singen gemeinsam, wir loben und preisen Gott. Und dann, wie gesagt, lesen wir uns ein Stück aus der Bibel vor, weil vieles versteht man nicht so einfach, wenn man es liest, aber wenn man dann zusammen seine Gedanken ausfragt und ein bisschen Input reinbringt, dann erhält sich vieles und wir geben Gott die Gelegenheit, zu uns in unser Herz zu reden. Und außerdem tauschen wir uns nur so aus, was haben wir auf dem Herzen und wir beten auch dann gemeinsam und bringen das alles vor Gott. Und es ist immer wieder eine schöne Sache, jeden Mittwochabend, weil hier im Gottesdienst haben wir nicht so diese Gesprächsmöglichkeiten, aber dann in den Hauskreisen ist das wunderbar gegeben. Ja, vielen Dank, Mann. Und dann fragen Sie sich, gut, ich kann ja schlecht mit meinen Kindern den Hauskreis geben, wenn ich heute abends schlafen gehe. Wir haben bei uns Kindergottesdienst immer am letzten Sonntag im Monat. Und an einem Samstag im Monat ist immer unser Mini-Gottesdienst, also sprich ganz kurz und ganz klein. Und wir dann Gemeinschaft mit den Kleinen feiern, Gott loben, singen, bieten. Und wir bekommen dann nochmal schriftliche Einladungen, wann diese Treffen sind. Und dann kommen sie einfach und sagen, ja, ich habe es bei der Taufe versprochen, jetzt mache ich auch. Dann treffen wir uns da am Samstag oder am Sonntag, Gottesdienst für Kinder. Was hatten die als drittes Element gehabt, diese Christen in der damaligen Zeit, von denen wir vielleicht einiges lernen können? Das heißt, sie brachen das Brot, klingt irgendwie einfach so, Brotbrechen. Naja, die meinten damit eigentlich eine Abendmahlsfeier. Abendmahl, das wir eben am letzten Sonntag feiern. Wo wir sozusagen einen Beruf bekommen, einen Kelch, aus dem Kelch trinken, die eine Bedeutung haben. Die Bedeutung nämlich, dass wir das Brot brechen. Das heißt, schau mal, Jesus ist gestorben, hat sich sozusagen zerbrechen lassen für meinen Zerbruch. Und dann stehe ich vielleicht beim Abendmahl neben jemanden, der mir einfach tierisch auf den Senkel nimmt. Und sagt, dieser Typ steht daneben. Und dann sehe ich ihn plötzlich durch die Augen von Jesus, weil für ihn ist er auch gestorben. Und dann kann ich gar nicht mehr so massiv gegen ihn sein. Weil ich sage, eigentlich, was uns nervt, sind vielleicht gute Dinge. Aber eigentlich gehören wir zusammen. Und mit Jesus sind wir zusammengestellt. Dann kann ich lernen, sozusagen den anderen durch den Blick von Jesus wahrzunehmen und zu sehen. Wenn ich zu einem jeden sage, du, auch dir möchte ich deine Schuld vergeben. Und dir selber auch. Das ist das Mal der Vergebung. Das Mal der Erneuerung. Das Brot brechen, mehr als dass man nur einfach so einen Brotkasten auseinanderbricht, sondern wir feiern wir die Gegenwart von Jesus. Eine Gemeinschaft, die miteinander versöhnt. Und dann,
Und sie viertens noch etwas weiteres getan, wo es heißt, sie blieben zusammen im Gebet füreinander. Füreinander zu beten. Und das, was eben auch in dem Hauskreis angeklungen war, einer kommt und sagt, ich bin in einer großen Not, und dann hört man ihm zu, das ist diese Gemeinschaftsphase. Oder man sagt, ja, können wir für dich beten, wir legen dir die Hand auf und bitten dich einfach um das, was du dir jetzt wünschst, von Jesus selber, dass er wirksam wird bei dir. Wir werden auch hier nachher in diesem Gottesdienst beten. Die reingehen, also kleine Körbe, da können sie etwas aufschreiben, wo sie sagen, ich bitte etwas, wo ich bete. Und alle, die unter uns ein Smartphone dabei haben, und sie schätzen mindestens drei, die hier dabei haben, gehen sie bei Slido/Reader rein, schreibt dann rein, für was sie beten wollen. Und dieses Gebet werden wir dann hier am Altar vor Gott bringen. Wo wir füreinander anstehen, füreinander da sind, dass unsere Kranken gesund werden, dass die Sterbenden einfach in Frieden gehen dürfen, dass unsere Ehen zusammenstehen und zusammenhalten. Und dann passiert ein großes Wunder. Es ist wieder am Halten. Und dann ändert es sich vieles. Und der Ruf in der Stadt war fantastisch. Es kam immer mehr dazu, weil sie diesen Wohlgeruch der Kinder Gottes gerochen hatten. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, das habe ich doch alles schon gelernt. Aber ich fühle mich jetzt so weit weg. Ich bin eigentlich ein Mensch des Scheiterns. Ist das nicht zu starke Bedingungen, die mir hergestellt werden? Sonst denke ich, nein. Das Schöne ist bei Jesus, ich darf immer wieder zu ihm kommen. Egal, wie viele Schweinehunde mich weggetrieben haben. Egal, was mir passiert ist. Egal, wo ich Brass habe. Dass er sagt, komm hier zu mir, du bist mühselig, du bist beladen. Aber ich will dir Gutes tun, ich will dich aufrichten. Ich will dich wieder segnen. Niemals. Bleib zurück. Und Jesus sagt, nee, mit dir nicht mehr. Denn Jesus macht kein Kredit mit uns, sondern sagt, Jesus, ich möchte eine Gemeinschaft der Liebe mit dir und mit euch aufbauen. Und ich habe damit begonnen. Also, bleib dran an der Bibel, an der Gemeinschaft, am Grundrechten, am Gebet. Und lasst euch überraschen, wie es eurer innigen Gemeinschaft und Familie gut tun wird, noch weit darüber hinaus. Gott ist einer, der euch einlädt. Immer wieder neu einlädt zu einem Fest des Glaubens.